Wir haben jetzt einen großartigen Gast, der eigentlich perfekt zu diesem Bild hier passt, was sich hier darstellt. Sie ist in der SPD. Ja, da sagt man zu so einem Bild nicht Trümmerhaufen, sondern tolle Chance für den Neuanfang. Herzlich willkommen, die Juso-Vorsitzende Franziska Drosel. Haben Sie solche Regale zu Hause? Nee, das habe ich nicht. Ich habe ein IWA. Ist das auch IKEA? Ja. Was ist der Unterschied zwischen IWA und IKEA? Es hat hinten keine Wand, ist offen. Ach so, aber wird nicht jedes Billy nach dem ersten Umzug zu IWA? Ich hatte noch nie einen Billy. Sie hat noch nie einen Billy? Nee. Das heißt, die heutige Generation fängt gleich mit IWA an? Genau, vielleicht. Haben Sie selber aufgebaut? Ja. Ist es macho, einer Frau überhaupt so eine Frage zu stellen? Ich weiß es nicht. Also mir hat schon jemand geholfen. Ja. Aber ich habe auch dran beteiligt. Ja. Ist der Zustand der SPD so dramatisch, wie ich ihn gerade geschildert habe? Ja, er ist schon dramatisch. Aber andererseits, es gibt ja auch dann immer die Chance, dass es wieder besser wird. Und da sind wir jetzt ja gut dabei. Ja. Mit Sigmar Gabriel als Parteichef. Ja, der ist ja noch nicht gewählt. Der ist ja nicht gewählt. Aber der wird doch gewählt. Ja, aber ich meine, es entscheidet natürlich der Parteitag. Man muss da, finde ich, auch die Delegierten ernst nehmen. Aber es ist jetzt erstmal der Vorschlag. Gut, das ist eine ganz wichtige Bemerkung, die Sie da machen. Wie haben Sie davon erfahren, dass Sie gleich Sigmar Gabriel wählen werden? Mitte November. Ja, also ich habe sozusagen auch in der Woche davon erfahren. Wie? Anrufe, Presse? Ja, beides, sagen wir mal beides. So. Was ist das für ein Gefühl an der Basis, wenn man heißt, ihr müsst jetzt Sigmar wählen? Naja, an der Basis ist es schon kritisiert worden, dass sie über die Presse davon erfahren haben und das nicht erst die Parteigremien mitbekommen haben. Das ist schon kritisiert worden. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man auf dem Parteitag jetzt zeigt, dass innerparteiliche Demokratie ernst genommen wird. Und Schluss damit ist, dass einzelne Klicken entscheiden und die Basis dann nur noch vollziehen soll. Aha, also das sagt man und dann wird gewählt, wie vorgeschlagen wurde, ja? Na, das wollen wir mal sehen. Also wir haben ja noch einen Parteitag, der darüber entscheiden kann. So, aber Sie sind aber schon im Präsidium der SPD, ist das richtig? Nein, ich bin Parteivorstand. Parteivorstand. Was ist der Unterschied zwischen Präsidium und Vorstand? Im Präsidium sind weniger Leute und ja? Die treffen sich noch ein bisschen öfter. Aha. Ja, und wer ist mächtiger? Das Präsidium ist schon mächtiger. Können die dem Vorstand was vorschreiben? Natürlich nicht. Wir können wählen, wie wir wollen, auch im Vorstand. Ich kann nicht wählen, ich bin nur redeberechtigt im Vorstand. Ich bin nicht stimmberechtigt, also so. Aha. Ja, das ist so. Also ich darf da hingehen und mitdiskutieren, aber ich darf nicht mitstimmen. Aha. So, ja. Und wann darf man dann mitstimmen? Wenn man gewählt ist vom Parteitag. Ich bin ja nur als Juso-Vorsitzende Mitglied. Sie sagen nur, aber das ist ja in der SPD eine ganz wichtige Karrierestation, Juso-Vorsitz. Schröder war Juso-Vorsitzende, Andrea Nahles war Juso-Vorsitzende. Ja. ist das so ein Karriereweg, den man sich auch ein bisschen überlegt, wenn man Juso-Vorsitzende ist? Wo könnte es enden, wenn ich im Kanzleramt sitze? Nee, das ist eigentlich nicht so. Also ich bin zu den Jusos gegangen, weil ich das gut fand, mich für linke Politik einzusetzen. Ja. Und weil ich der Meinung bin, dass man was dagegen tun muss, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Was ist linke Politik? Linke Politik ist, dass man dagegen kämpft, dass es so viel Armut beispielsweise gibt. Und dass die soziale Polarisierung zunimmt. Dass es mehr Menschen gibt, die in Reichtum, dass es weniger Menschen gibt, die in Reichtum leben. Auf der anderen Seite aber immer mehr Reichtum auf die konzentriert. Und auf der anderen Seite immer mehr Menschen in Armut leben. Das ist ja eine Entwicklung, die nicht gut ist. Ja. Das führt zu sozialer Ungleichheit. Und das sagt aber eigentlich auch fast wörtlich Oskar Lafontaine. Ich finde es gut, wenn Oskar Lafontaine auch was gegen soziale Ungleichheit hat. Das ist ja gut. Je mehr Menschen sich dafür einsetzen, dass alle Menschen hier gleiche Chancen bekommen und menschenwürdig leben können, umso besser. Wo mache ich jetzt als Wähler den Unterschied zwischen der SPD und der Linkspartei? Naja, wir vertreten schon unterschiedliche Forderungen und wir haben auch unterschiedliche Programme. SPD und Linkspartei. Ein Beispiel, was für mich nachvollziehbar ist? Afghanistan zum Beispiel, sagt die Linkspartei sofort raus, sagt die SPD, dass man da nicht einfach rausziehen, also dass man nicht einfach von heute auf morgen rausgehen kann, sondern dass es darum gehen muss, da einen Bürgerkrieg zu verhindern, dass man da sozusagen organisierten Abzug braucht. Aber die SPD sagt schon auch, die Bundeswehr ist in Afghanistan, um dort einen Bürgerkrieg zu verhindern. Ich war damals gegen den Afghanistan-Einsatz, deswegen bin ich jetzt da, glaube ich, als leidenschaftliche Verfechterin dieses Einsatzes auch die Falsche. Aber ich bin definitiv nicht der Meinung, dass man die Bundeswehr einfach morgen abziehen kann. Ich bin schon der Meinung, dass man gucken muss, dass dieses Land einigermaßen friedvoll lebt. Und ja, aber warum die Bundeswehr jetzt in den vielen anderen Ländern ist, wo keine Demokratie ist und wo nicht friedvoll gelebt wird,
das ist dann Konsensfähigkeit, dass man sagt, die Welt ist so. Na, ist eine berechtigte Frage. Also ich meine, es gab ja auch lange Zeit eigentlich diese, sag ich mal, den Nachkriegskonsens, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf. Ja. Von daher habe ich das damals schon kritisch gesehen, als man im Kosovo-Einsatz das erste Mal wieder mit deutschen Soldaten an militärischen Aktionen beteiligt war. Und ich finde, die Kritik daran ist auch richtig. Ist unser Kapitalismus zu retten? Also ich würde es mir sehr wünschen. Ich glaube, der Kapitalismus ist insgesamt nicht zu retten. Ich glaube, der Kapitalismus wird immer wieder zu krassen Krisen und auch zu großer Ungleichheit führen. So, deswegen finde ich das auch weiterhin richtig, eine Gesellschaft, die anders organisiert ist, im Blick zu haben. Aber solange wir im Kapitalismus leben, finde ich, lohnt es schon darum zu kämpfen, dass der Wirtschaft soziale Regeln gegeben werden und dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmer gute Rechte haben, dass alle Kinder einigermaßen gleiche Chancen haben. Ich finde schon, da lohnt es darum zu kämpfen. Ist Ihr Ziel, den Kapitalismus abzuschaffen? Ja, als Jusos haben wir schon das Ziel, den demokratischen Sozialismus irgendwann mal zu erkämpfen. Den demokratischen Sozialismus. Ja. Was ist der Unterschied zu der demokratische Sozialismus? Was ist da der Unterschied zum demokratischen Kapitalismus, den wir jetzt haben? Na, im Sozialismus wäre es definitiv nicht so, dass die Wirtschaft nur nach Profit und Gewinn organisiert ist. Hatten wir ja schon als Modell. Ja, hatten wir, aber da gab es auf der anderen Seite halt auch keine Freiheit. Ne? Also ja. Da gab es nicht die Möglichkeit, dass die Leute das sagen konnten, was sie wollten und dass die Leute auch darüber mitgestalten konnten, wie Wirtschaft funktioniert. Ich würde mir zum Beispiel schon wünschen, dass Wirtschaft auch nach demokratischen Gesichtspunkten organisiert ist. Und das kann funktionieren, glauben Sie, ja? Warum nicht? Ich meine, wir haben doch auch jetzt schon die Möglichkeit, durch die Mitbestimmung, dass beispielsweise auch auf wirtschaftliche Prozesse in einem Unternehmen Einfluss genommen wird. Gut, aber wenn man sieht, wie bei Porsche der Vorsitzende Uwe Hück sozusagen innerhalb von 30 Sekunden vom großen Feind von VW zu einem tollen Mitarbeiter von VW geworden ist, muss ich sagen, die sind eigentlich relativ in die Tasche zu stecken, diese Mitbestimmungsgiganten, oder? Na, ich würde deshalb auch immer sagen, Mitbestimmung ausbauen. Also ich würde auch immer sagen, dass die Betriebsräte mehr Mitspracherechte bekommen sollen und auch über Unternehmenspolitik. So, das ist vielleicht ein Beispiel auch dafür, dass man das durchaus mal ins Auge fassen sollte. Hören Sie eigentlich noch drauf, was so Parteigiganten sagen, so die Altvorderen, die großen Urgesteine der Partei? Natürlich. Ja? Wir diskutieren ja alle oft miteinander. Von daher, man setzt sich damit schon auseinander. Für mich eine wichtige Aussage, die Sie vielleicht auch interessieren könnte, wäre die von Egon Bahr, dem Architekten der Ostverträge. Irgendwo ist immer Wahlkampf. Ja? Es geht ja jetzt eigentlich in Nordrhein-Westfalen schon ohne Übergang los. Hannelore Kraft ist die Spitzenkandidatin hier in NRW? Hat die eine Chance gegen Sozialarbeiter Rüttgers? Die hat auf jeden Fall eine Chance. Die ist top. Ich glaube, es geht jetzt wieder bergauf für uns. Ich glaube, wir müssen da kann schon noch ein bisschen eigentlich physikalisch was tun. Nur noch bergauf gehen, oder? Naja, das haben wir schon öfter gesagt, dann ging es doch immer noch mal bergunter. Ja, aber gut. Aber da bin ich da vorsichtig. Aber wenn ihr jetzt noch ein paar Prozente verliert, dann könnt ihr euch umbenennen in FDP, oder? Wollen wir nicht. Nee. Als das auf gar keinen Fall. Ich meine, die FDP will sehr viel, was wir gar nicht wollen. Die wollen. Wäre das eine Idee für ein Wahlplakat, für ein neues Bild? Ja. Sie studieren Jura, ja? Ja. Sie schreiben gerade Ihre Promotion. Was ist da das Thema? Ich schreibe über Tarifautonomie, welche Rechte die Gewerkschaften behalten sollten und welche Rechte man an die Betriebe geben kann. Gut, das ist ja ein ganz großes Thema, weil da will man ja eigentlich auch dran sägen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall Pläne der Konservativen und der Liberalen, dass man versucht, die Gewerkschaften zu entmachten und mehr auf die Betriebsebene zu gehen. Ja, wenn Sie jetzt mit so einer Idee, die ja wahrscheinlich auch zumindest bei der Linken in der SPD stark mehrheitsfähig ist, wenn Sie sowas durchsetzen wollen innerhalb der Partei, auf einem Parteitag, wie geht man sowas an? Na, man sucht sich Bündnispartner. Also man spricht dann vorher mit den Landesverbänden und versucht eben dann eine Mehrheit da eben für den eigenen Antrag zu bekommen. Beispielsweise bei der Bahnprivatisierung sind wir vorher immer viel rum und haben gesucht, dass es dass möglichst viele Delegierte gibt, die mit einem zusammenstimmen. Und wie macht man das? Passiert das abends an der Bar? Passiert das durch Anrufe, durch Bilden von Netzwerke? Ja, das funktioniert durch Anrufe, durch Treffen, SMS. Und dass man auf dem Parteitag dann viel rumrennt und sich miteinander verständigt. So läuft es. Und das zeigt dann auch eine Wirkung? Manchmal schon. Also leider natürlich nicht immer. Ich würde mir auch wünschen, dass wir oft mehr Einfluss haben. Aber bei der Bahnprivatisierung ist es doch zumindest gelungen, dass wir dadurch einen hörbaren Widerstand organisiert haben. Ja. Und hat es was genutzt im weitesten Sinne?
Naja, zumindest konnten wir die Bahnprivatisierung rauszögern. Und dann kam die Krise. Und dann war die Bahnprivatisierung ja nicht mehr auf der politischen Tagesordnung, zum Glück. Und bisher ist sie nicht privatisiert worden. Hofft man da manchmal auf sowas, dass irgendwie so ein Hochwasser in irgendeiner Form kommt, damit gewisse Themen einfach weggespült werden? Nee, da hofft man nicht raus. Also so, das wäre zynisch, oder? Das wäre zynisch. Ist Zynismus ein Schimpfwort in der Politik? Ach, ich weiß nicht, sind ja total viele zynisch. Auch in der SPD-Spitze? Ja, leider. Ja, das weiß ich nicht. In der Spitze mehr die alten, genau. Mehr die alten Männer? Oder? Ja, so in so Sitzungen erlebt man schon viel Zynismus. Wie äußert sich sowas? Naja, dass die halt der Meinung sind, es bringt alles eh nichts mehr und ist alles schon da gewesen und früher war alles besser. Und gut, so. Aber jetzt ist ja Peter Struck weg. Spürt man da sowas schon vom Brüder zur Sonne, zur Freiheit, der neuen Sonne, der neuen Freiheit? Also geht da schon so ein frischer Wind durch die SPD? Ja, also ich glaube, zurzeit ist schon noch der Schock vorherrschend. Ne? Aber ja. Ich habe schon das Gefühl, dass es so ein bisschen auch das Gefühl jetzt gibt, dass ich wirklich auch was ändern kann. Und ich glaube, dass es vielen jetzt halt auch gereicht hat, dass man so lange nicht wirklich mitbestimmen konnte, sondern dass immer so war, dass oben entschieden wird. Und das ist, glaube ich, jetzt schon was, was man vielleicht auf dem Parteitag dann auch hoffentlich spüren wird, dass es ein bisschen neue Energie auch gibt. Eigentlich müsste das doch ein Ziel sein für Sie, in den Bundestag gewählt zu werden, möglichst bei nächster Gelegenheit, oder? Ja, nee? Nö. Also mein Ziel ist eigentlich, dass ich möchte halt politisch aktiv sein. Ich möchte halt so mich für linke Politik einsetzen. Dafür muss man nicht im Bundestag sitzen. Ja, aber hat man nicht eine andere Power und eine andere Möglichkeit, sich zu organisieren, wenn man in einem Parlament sitzt? Kann ja auch ein Landesparlament sein? Ja, klar, man hat da auf jeden Fall sozusagen, nur man verfügt da über Ressourcen. Aber das war jetzt für mich, ich habe nie jetzt Politik gemacht, weil ich da so eine Berufspolitikerkarriere anstrebe. Ja. Sondern ich fand es auch immer ganz gut zu gucken, dass man unabhängig auch von der Partei ist in finanzieller Hinsicht, sage ich mal. Um nicht von dem Job leben zu müssen der Politik, ja? Mhm. Gut, aber haben Sie als Juristin eigentlich gute Möglichkeiten, oder? Ja, kann ich als linke Anwältin arbeiten, zum Beispiel. Zum Beispiel? So eine Art weiblicher Ströbele oder so? Ja, das ist ja bei der anderen Partei. Aber, ja, aber grundsätzlich trotzdem. Kann man sich auf jeden Fall auch für beispielsweise Asylbewerber und Hartz IV-Empfänger kann man sich gut als Anwältin einsetzen. Gut, also das, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und dass Sie sich Ihren Idealismus lange bewahren. Und vergessen Sie uns nicht, wenn Sie plötzlich Bundesministerin sind, weil die Personaldecke so dünn geworden ist und man sagt, Franziska Drosel hat das Zeug dazu und irgendeiner muss es wohl bereits sagen. Ja, alles Gute. Danke. Und viel Erfolg weiterhin. Danke. Franziska Drosel, meine Damen und Herren, die Vorsitzende der Jusos.